Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 auf meinem Kanal. Und wir schauen mal über die Schulter und sehen hier immer noch unseren Baumwollpflücker von John Deere stehen. So Freunde, ich bin jetzt euch eine kleine Auflösung schuldig, beziehungsweise ich bin jetzt selbst mal gespannt, was klappen wird. Denn ihr seht, wir sind im November. Ich habe also jetzt ein bisschen vorgespult, weil wir ja gesagt haben, wir warten mal ab, ob es noch eine weitere Baumwollernte als Auftrag gibt. Und dem ist tatsächlich so. Und da kommt noch eine zweite dazu. Spannend, spannend. Feld Nummer 11, Feld Nummer 5. Also wir wollen ja testen, ob wir es schaffen, hier aus unserem Baumwollerntner tatsächlich den letzten Ballen rauszubekommen, damit wir Feld Nummer 12 endlich abschließen können, diesen Auftrag. Also nehmen wir jetzt mal Feld Nummer 11 an, werden den Vertrag akzeptieren, ohne Gerätschaften, und dann fahren wir mal ja, zu Feld Nummer 11. So, ich bin der Meinung, das müsste irgendwo da hinten sein. Da fahren wir also ganz normal hier die Straße entlang und dann bin ich gespannt. Also ich habe so eine Ahnung, eine Vorahnung, aber wir probieren es jetzt einfach mal, ob es klappt, dass wir mit der gemieteten Maschine ein anderes Feld abernten können, weil ihr seht es da unten, 62% sind in der Vorkammer, 50% sind in der Presskammer und wir müssen da einfach noch ein bisschen was reinkriegen, sonst kriegen wir den Ballen da nicht raus, um den Auftrag abzuschließen. So, werden wir uns jetzt auf dem Weg dorthin befinden. Kleine Vorankündigung, ich habe es schon in der letzten Folge Mini-Brunnen gemacht in unserer wunderschönen Alpen-Map. Und zwar werde ich am Freitag mal wieder streamen, 20.30 Uhr, Livestream, circa 2 bis 2,5 Stunden. Und zwar werden wir die Galgenberg spielen, die wunderschöne Galgenberg-Map. Die soll gespielt werden und die zocken wir natürlich hier auf der PlayStation 5. Und das hat dann ein paar Besonderheiten. Und die gute Map vom Yogi möchte ich dann auch hauptsächlich dann im Livestream hier bei uns spielen, und das in der Regel, also ich versuche es zumindest, immer freitags und dienstags 20.30 Uhr will ich dieses Projekt nach vorne treiben. Unser neues Projekt Galgenberg 2.0 Classic. So. Da vorne ist auch schon das Feld. Wir werden, achso, den Kollegen müssen wir nicht ausklappen, weil wir können ihn ja nicht ausklappen. Das ist ja eben das Problem. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier ernten können. Und ich glaube, ihr seid es auch. So, Dele, wir schmeißen das Maschinchen an. Und was sagt er? Er erntet. Er erntet. Er erntet. Sehr schön. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Es, wie gesagt, ich habe mich ja ein bisschen informiert, in den Foren wegen nachgelesen, und eben die Idee, die eine Idee war eben, dass sobald man das mit dem Helfer macht, dann kann man eben nur noch komplett beziehungsweise die Maschine entladen, und zwar aber nur mit dem Teil, der eben in der Presskammer ist, und dazu muss man halt in Anführungszeichen 50 plus 1 haben, und das haben wir eben nicht erreicht. Also das ist eben die eine Idee, also es soll angeblich gehen, dass man die Maschine entladen kann, aber eben nicht vollständig. Und wenn man eben, wie gesagt, mit dem Helfer gearbeitet hat, dann ist wohl rum. Achso, wir müssen 6, das heißt, das Teil hier muss in die Mitte. Und dann ist wohl rum und dann können wir eben, ja, die Maschine einfach nicht mehr entladen. So, jetzt bin ich mal gespannt. 98, 99, er bringt es jetzt rüber in die Presskammer. Dann sind wir bei 76. So, lasst mich mal kurz die Hilfe einschalten. So, dumm. Heben, anschalten, anschalten, hupen. Zurücksetzen, Tempomat aktivieren. Also noch sieht es nicht so aus, als könnten wir hier tatsächlich irgendwas zuklappen. Das geht natürlich nicht. Nee, solange gefüllt ist. Nee, also da hat sich leider noch nichts geändert. Also das heißt, wir werden hier den Kollegen nochmal losschicken und die Sache weiter beobachten. So, jetzt muss ich gerade mal noch was nachsehen. Das soll aber natürlich nicht jetzt ein abendfüllendes Programm werden, sondern wir haben noch ein bisschen was anderes zu tun hier auf der Map. Und zwar
werden wir ein bisschen Silage machen. Silage werden wir machen. Denn wenn ich richtig gesehen habe, ist unser Silage-Silo beziehungsweise unser Fahrsilo, so, das wieder runter, jetzt schon bei knapp 96%. Und wenn alles passt, dann müssten wir eigentlich in der nächsten Stunde dann wirklich anfangen können, schon Silage auszuliefern, beziehungsweise zu abzudecken, damit wir dann eben Silage in unsere Hof-PGA werfen können. Und die ersten Ballen sollen auch soweit sein. Dann können wir also hier anfangen, diese Produktion endlich anzuschmeißen. So, jetzt bin ich gerade überlegen, wie machen wir denn das jetzt am geschicktesten? Wie machen wir das am geschicktesten? Das ist übrigens jetzt eins der Felder, wo ja hier der Modder nach dem letzten Update ja hier ein bisschen was installiert hat. Hat ja wieder einiges umgebaut. Das war früher mal ein rechteckiges Feld und da hat er eben jetzt dieses Haus dahingestellt, auch da drüben ein bisschen modifiziert. Und die Gegend eben ein bisschen angepasst. Und da drüben ist jetzt auch eine zusätzliche Produktion. Ich glaube eine Molkerei, beziehungsweise genau, eine Milch, eine Molkerei. So, jetzt bin ich am Überlegen. Wir könnten eigentlich theoretisch, so wie weit ist er denn? Bei 63%. Dann könnten wir den jetzt hier eigentlich losschicken. Und dann frech wie wir sind, schon mal mit unserem Volvo. Der hier frisch vom Fröhlich frei, dann schön durchschaltet. Und dann den Ballen schon mal schnappen. Aber wir dürfen natürlich nicht verkaufen, beziehungsweise wir können verkaufen, aber den Auftrag noch nicht abschließen. Ja gut, das Problem, was wir jetzt natürlich haben mit der Maschine, ist, wenn wir den Ballen haben, dann verrechnet er das natürlich. Mit was verrechnet er das? Oh Mann. Da bin ich jetzt aber gerade mal am Überlegen, kriegen wir den Ballen denn dann verrechnet mit dem Auftrag? Oh, Probleme über Probleme. Aber dazu sind wir ja hier, um das Ganze auch ein bisschen mal auszuprobieren, auszutesten, um hier Erfahrungen zu sammeln. Und ich hoffe ja schwer, dass wir am Ende außer Spesen nichts gewesen hier unten drunter schreiben, sondern dass wir dann doch noch einen der Aufträge hier abschließen. Wir müssen übrigens auch ein bisschen aufpassen. Es wird regnen. Ihr seht es schon rechts oben im Symbol. Der Regen ist so auf 12 Uhr ungefähr angepeilt. Und da schauen wir mal, ob man bis dahin, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei der Baumwolle ist, also rein theoretisch, glaube ich, kann man nasse Baumwolle nicht ernten. Denke ich mal nicht. Also sollten wir ja zukünftig oder zügig hier arbeiten. So, Dele. Dann fahren wir mal hier rein. Ja, dann fahren wir mal da lang. Und da vorne ist dann ein Feldweg, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann werden wir uns auf jeden Fall mal den Ballen schnappen. Und dann bin ich, wie gesagt, gespannt, ob er dann den Ballen... Aber wir könnten natürlich auch noch den anderen Auftrag... Augenblick mal. Doch, da ist der Weg, okay. Wir könnten natürlich auch noch den anderen Baumwollauftrag entgegennehmen, uns dort die Maschine ausleihen, was sowieso nur Sinn macht. Und dann jetzt, wenn ja, wie wir gesehen haben, mit der anderen Maschine hier arbeiten kann, dann können wir über das große Feld nämlich fahren und dort noch die Ballen einsammeln und hoffen, dass sich das dann am Schluss, dass das dann ein bisschen ausgeht. Aber zuvor schauen wir nochmal ganz kurz in die Wetterkarte, wenn wir dann mit unserem Volvo angekommen sind. Hat er schon den Ballen abgelegt? Legt er da jetzt den Ballen ab oder wendet er nur? So, schauen wir mal. Wie weit ist er denn? Ah, okay. Der behält ihn noch hinten drin. Der legt ihn noch nicht ab. So, wir schauen mal ganz kurz ins Wetter. So. Wetter, Wetter, Wetter. Wetter, Wetter. Also Regen von 12 bis 13 Uhr und danach ist es wieder trocken. Okay, okay, okay. Dann könnten wir doch eigentlich schon mal, frech wie wir sind, auch diesen Auftrag, Ernte, Feld Nummer 5. Ach du Schande, das ist dieses große Feld, ne?
Aber es bringt richtig Kohle. Nun gut, wenn wir das Gerät ausleihen, dann 11.000 weniger. Aber wir kommen ja mit zwei Maschinen ja auch deutlich schneller vorwärts. Okay, da steht es nicht mehr dabei. Da haben wir, wie gesagt, den Auftrag mit 98%. Dann werden wir hier auch Geräte ausleihen. Gut. So. Da steht jetzt natürlich Helfer entladen. Ballen entladen, so war's. Das ist eben der Vorteil von dieser Erntemaschine, dass wir natürlich dann den Ballen auch entladen können, wo wir wollen. Und er trägt die eben dann noch mit sich mit. Okay, wir schauen jetzt mal. Wo haben wir? Hier haben wir. Okay, was passiert da? Oh, da bewegt sich wieder irgendwas. Nur das gefällt mir schon wieder gar nicht. So, wir machen die Rundumkennleuchte an und dann bringen wir den zu Feld Nummer 5. Wir könnten natürlich spaßeshalber auch dem Helfer dorthin schicken und dann sagen, er soll dort arbeiten. Mal schauen, ob das funktioniert. Okay, zack, 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 zack. Hier, dann sagen wir Job erstellen, Feldarbeit und er soll einfach geradeaus durchfahren. Okay, und zwar hier in diese Richtung. Und Job starten. Und das macht er nicht. Schade, schade. Wir probieren es nochmal. Okay. Job erstellen. Feldarbeit. Ja, das wäre es eigentlich. Dann machen wir es hier mitten rein. Dann halt einfach nur dorthin fahren. Aber das macht er auch nicht. Ziel nicht erreichbar. Das ist interessant. Ja, schade. Das sind leider so ein paar Dinge, wo ich sage, müssen wir uns eventuell Gedanken machen, dass wir aus dem Projekt Galgenberg dann doch vielleicht ein Ersatzprojekt und nicht nur ein zusätzliches Projekt hier im LS-Projekt, in unserem LS-Portfolio machen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also es sind so ein paar Dinge, die leider eben nicht so schön funktionieren, die natürlich helfen würden in einem Big Farm Projekt, dass man dann halt doch mit den Helfern etwas geschickter hier fahren kann. So. Jetzt könnten wir natürlich auch mal schauen, wie es hier unseren Kühen geht, in unserer Aufzuchtstation. Material scheint noch genügend drin zu sein für unseren Roboter. So, dann werden wir das Gerät hier jetzt mal aufklappen. Das ist immer wieder ein schicker, schicker Moment. Eigentlich müssten wir das ja tatsächlich mal ausprobieren, ob wir dann das Gerät entladen können, wenn wir nicht den Helfer benutzen. Okay, wir schauen mal kurz ins Menü. Helfer einstellen. Anschalten, hupen, zurücksetzen. Also so gibt es natürlich noch nichts. Dann legen wir mal los. So. Aber wie gesagt, theoretisch gibt es ja erst diese Meldung, wenn wir aus der Sammelkammer oder aus der ersten, aus der Vorkammer Material dann eben in die Presskammer bekommen haben. Dann dürfte eigentlich erst die Meldung kommen, dass wir entladen können. Okay, okay, okay. Regen, wie gesagt, erst gegen 12 und davor müsste eigentlich um 11 Uhr unser Silo fertig sein, Silage-Silo. Dann könnten wir da nämlich auch schon wieder anfangen.
47. Ja, man ist halt wirklich geneigt, eigentlich den Helfer jetzt hier einzusetzen. Denn das ist natürlich jetzt eine langwierige Geschichte. Aber mich würde es wirklich interessieren, ob das zutrifft, wenn wir dann tatsächlich Baumwolle in der Presskammer haben. Und ich denke, da bietet sich doch vielleicht ein kleiner Zeitraffer an. Okay, also ich werde jetzt mal schauen, dass wir hier das Ding ein bisschen voll kriegen und dann sehen wir uns nach einem kurzen Zeitraffer wieder. So, ich habe mir jetzt gedacht, anstelle vom Zeitraffer machen wir einfach gleich einen Schnitt. Also ich habe jetzt hier 77% in der Presskammer. So, da steht das Maschinenschiff, wir sind mitten auf dem Feld. Und ich habe nicht so den Eindruck, dass das so hinkommt oder so zutrifft. So, dann machen wir noch schnell einen Screenshot. Ein Screenshot für das Thumbnail. Und zack. So, weil, wenn ich jetzt da gucke, also zuklappen, heben, anschalten, anschalten. Nee, Hupenmotor. Auch hier, nee. Also irgendwie sieht es nicht so aus, als könnte man die Maschine tatsächlich hier entladen. So, jetzt haben wir sie ausgeschaltet. Wir versuchen nochmal unser Glück. Aber die Sache ist natürlich die, wie man sieht. Also wir haben jetzt 77% drin, die Maschine, die Presskammer hat 77% und wir können sie nicht entladen, obwohl wir ja wie gesagt nicht mit dem Helfer unterwegs waren. Aber man muss natürlich immer dann differenzieren. Kann natürlich auch sein, dass es hier jetzt an der Konsole liegt. Vielleicht klappt es eben am PC. Ich muss da jetzt leider passen. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir hier das Maschinchen jetzt doch mit dem Helfer laufen. Denn hier wackelt es ganz schön. So, ein Gewicht brauchen wir nicht. Ein Gewicht brauchen wir nicht. Aber irgendwie sieht das alles ein wenig merkwürdig aus. Ist da überhaupt eine Kupplung? Ist da überhaupt eine Kupplung? Oh je. Ah, ich glaube, jetzt hat sie es gefangen. Jetzt ist auch anscheinend eine Kupplung da. Okay. Aber irgendwie kommt mir das alles komisch vor hier mit diesem Fahrzeug, mit diesem Valtra. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir die Aufträge tatsächlich hier abarbeiten können. So, dann bringen wir den hier einfach mal schnell in die Nähe unseres Feldes. Und dann schauen wir mal, wie es sich mit dem anderen Pflücker hier verhält. Und so kriegen wir dann doch hoffentlich irgendwie diese Aufträge dann doch noch abgearbeitet. So, zack. Oh, er wendet gerade. Okay. So, wo haben wir denn den anderen? Der ist hier. Haben wir eigentlich eingestellt, dass er die automatisch ablädt? Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Augenblick, Augenblick. Hupen. Automatisches Ablegen anschalten. Ja, das machen wir. So, und dann soll er hier wieder nochmal losfahren. Und mit dem sammeln wir jetzt mal ein. Oder lief der Motor schon die ganze Zeit? Wir gehen in Arbeitsstellung und sammeln mal hier die Ballen ein. Besser ist das. So, schnapp ihn dir. Ich überlege gerade, ob wir nur mit dem einen Ballen mal losfahren. Das wird vielleicht sicherer sein. Weil wir können ja, wenn wir sie abladen... genau... Dann fahren wir mal jetzt mit dem einen Ballen und schauen mal, wenn wir den jetzt dorthin bringen, zum Farmers Market, wie es sich dann verhält.
ob der den jetzt für den Auftrag, den neuen, verrechnet oder ob er den dann jetzt doch gleich für den alten verrechnet. Naja, ist jetzt halt auch keine Rennmaschine, ne? Der Volvo hier. Dann darf ich euch in der Zwischenzeit nochmal darauf hinweisen, dass am Freitag, diesen Freitag, kommenden Freitag, also je nachdem, wann ich das Video jetzt hochlade, also ich glaube, es ist der 15. September, ich ein neues Projekt in einem Livestream starte. Wir gehen auf die Galgenberg vom guten Yogi. Eine hervorragende Map, ganz, ganz toll. Und die starten wir um 20.30 Uhr, werden wir da loslegen und zwar erstmal geplant, immer nur im Livestream, freitags und dienstags um 20.30 Uhr, dann bei mir hier auf dem Kanal, die Galgenberg 2.0. Und zwar spielen wir das Ganze auf der Konsole. Ja, die meisten anderen natürlich alle auf dem PC, da gibt es einige interessante Projekte, die unterwegs sind. Aber wir spielen das Ganze auf der Konsole und das dürfte euch mit Sicherheit interessieren, denn ich habe auch schon festgestellt, es gibt, glaube ich, den ein oder kleinen Unterschied zu den PC-Spielern, die wir auf der Konsole feststellen werden. Und nichtsdestoweniger ist es aber eine ganz, ganz tolle Map mit ganz, ganz tollen Features, eben was zum Beispiel Heutrocknung angeht oder eine Käserei und Butter können wir herstellen. Und viele andere tolle Sachen sind bereits hier auf dieser Map verbaut. Und wir spielen Galgenberg 2.0 Classic, was heißen soll, wir starten natürlich dann für alle, die eben dann auch auf der Konsole diese Map spielen wollen, erstmal im Standardmodus. Natürlich hat es auf dieser Map jede Menge tolle Bauernhöfe, Höfe. Aber wir werden mit dem Standardhof anfangen, eben als neuer Farmer. Und wir werden so erstmal einsteigen in dieses Projekt Galgenberg 2.0 Classic. Und ich glaube, das dürfte wirklich für den einen oder anderen interessant sein, wie sich dann das Ganze eben auf der Konsole gestaltet und wie man eben mit den einzelnen Produktionen und den Features, die sich da auf diesem Hof befinden, dann auch wirklich mit umgeht. Also, wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann wäre es natürlich super, vielleicht ein Abo hier zu lassen. Und dann würdet ihr nämlich diese Videos und Livestreams auf keinen Fall verpassen bei Galgenberg. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer über Kommentare und Likes, die ihr mir hoffentlich hier lasst. So, wir sind jetzt gleich hier angekommen. Ja, bei 35 km/h können wir ja praktisch durchrauschen. Außer wir bleiben jetzt irgendwo hängen, aber ich glaube, das passiert nicht. So, stopp, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Stopp, stopp, stopp. Bevor ich da jetzt was Falsches sage und bevor ich dann wieder nicht aufgepasst habe, müssen wir eigentlich alles Farmers Market? Ja klar, logisch. Feld 11, Spinnerei. Feld 5, Spinnerei. Also das sind ja alle die, okay, dann schauen wir mal. Das müssen wir dann dort rüber bringen und dann ist es gut, dass wir den Ballen hierher gebracht haben. Dann sollten wir doch den Auftrag auf jeden Fall abschließen können. Und dann schauen wir mal, wie wir das mit den anderen Aufträgen bei der Spinnerei hinkriegen. So, Ballen entladen. Und jetzt. Augenblick. Ladefläche senken. Arbeitsstellung. So, hätten wir den Ballen, glaube ich, auf die andere Seite schieben müssen, ne? Nicht direkt über dem. Mein Fehler, habe ich jetzt nicht gedacht. Das andere Zeug wird natürlich hier in das Silo gekippt und die Dinge meines Wissens, die müssen darüber. Jetzt ist er weg. Und tatsächlich Lohndienstleistung Feld 12 abgeschlossen, verkaufte Ballen und ein Umweltbonus. So, das heißt jetzt natürlich, das hier haben wir abgeschlossen, haben jede Menge Kohle gekriegt und hier ist natürlich etwas erstmal nüscht. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen, ob uns die Ballen dann auch wirklich reichen für das ganze Ding. So. Dann würde ich doch vorschlagen,
dass ich jetzt hier auf jeden Fall das restliche Baumwollgedöns hier abernten werde, die zwei Aufträge so weit ready mache, wie es nur geht. Und wir sehen uns dann in dem nächsten Video wieder, wenn wir dann versuchen, wirklich auch beide Aufträge abzuschließen. Ich hoffe, dass das in der Form klappt, dass wir die Ballen, die Baumwollballen entsprechend so abgeladen bekommen, dass wir beide Aufträge abschließen können. Vor allen Dingen wichtig wäre natürlich der große Auftrag von Feld Nummer 5. So, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es war wieder mal interessant für euch, vor allen Dingen, weil wir jetzt die Sache dann doch hinbekommen haben mit dem Abschließen unserer Aufträge. Und ich sage Dankeschön und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder hier auf unserem Big Farm Projekt hier Neubartelshagen die Tage und denkt an das neue Galgenberg Projekt. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Freitag zuschaltet ab 20.30 Uhr. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.